kaufen Sie das fantastische HTC Desire 620G. Unser heutiger Termin ist eine der Versionen des berühmten HTC-Unternehmens, das HTC Desire 620G Smartphone, das im Dezember 2014 angekündigt wurde und über hervorragende Spezifikationen und starke Funktionen verfügt, die es ermöglichen, mit allen anderen Mobiltelefonen der Marke zu konkurrieren. HTC Desire 620G Telefonspezifikationen. Das Telefon unterstützt 2G und 3G Netze. Das Gewicht des Telefons beträgt 160 Gramm. Die Abmessungen des Telefons betragen 150,1 x 72,1 x 9,6 mm. Das Telefon unterstützt die Verwendung von 2 Micro-SIM-Karten. Der Bildschirm des Telefons misst 5,0 Zoll und ist ein Supercapacitive LCD mit einer Auflösung von 720 x 1280, unterstützt Multitouch und liefert 294 Pixel pro Zoll. Die 8-Megapixel-Rückkamera, Hauptkamera, mit 1,2,4 Objektivschlitz verfügt über eine automatische Bildanpassung, LED-Blitz, 1080p Videoaufzeichnung und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Das Betriebssystem des Telefons ist Android KitKat V4.4.4. Mediatek MT6592 Octa-Core-Prozessor mit einem Mali-450MP4-Grafikprozessor. Der interne Speicher des Telefons beträgt 8 GB, was mit der MicroSD-Karte und dem zufälligen Speicher von 1 GB RAM erhöht werden kann. Das Telefon verfügt über ein Mikrofon zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Das Telefon verfügt über ein UKW-Radio. Der Akku des Telefons ist vom Typ Lilu mit einer Kapazität von 2100 mAh und kann entfernt werden. HTC Desire 620G Funktionen. Das Telefon unterstützt 2 SIM-Karten. Der Bildschirm des Telefons ist groß und misst 5,0 Zoll. Es gibt ein zusätzliches Mikrofon, um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Nachteile des HTC Desire 620G Mobile. Die Verbindung zu Netzwerken der vierten Generation wird nicht unterstützt. Es fehlen eine Schutzschicht gegen Kratzer und Stöße. 4K-Videoaufzeichnung wird nicht unterstützt. Design. HTC Desire 620G Telefonfarben. Das HTC Desire 620G kommt mit einem guten und eleganten Design, das wir mit einem Gewicht von 160 Gramm, einer Höhe von 150,1 mm, einer Breite von 72,1 mm und einer Dicke von 9,6 mm finden. Wenn wir das Telefon betrachten, finden wir auf der Vorderseite des Telefons einen 5,0 Zoll Bildschirm, der 63,2% der Lautstärke des Geräts ausmacht. Oben befinden sich der Anrufhörer und die Frontkamera und unten die Lautsprecher. Auf der Rückseite befindet sich die Rückfahrkamera unter dem Blitz und unter dem geräuschunterdrückenden Mikrofon. Auf der rechten Seite finden Sie die Lautstärkeregler und die Taste zum Entsperren des Telefons. Unten finden Sie einen USB-Anschluss und ein Mikrofon für Anrufe. Oben befindet sich ein externer 3,5 mm Lautsprecheranschluss. Das Telefon ist in Schwarz, Weiß und Grau erhältlich. Die letzte Aktualisierung des Mobilfunkpreises erfolgte am 15. Februar 2015. Der Bildschirm. HTC Desire 620G Telefonbildschirm. Der Bildschirm des HTC Desire 620G ist ein superkapazitiver LCD-Bildschirm, misst 5,0 Zoll und unterstützt Multitouch-Farben mit bis zu 16 Millionen Farben. Er bietet 294 Pixel pro Zoll. Dies ist ein ultra-hochauflösender Bildschirm, der gute und lebendige Bilder und Szenen liefert. Bildschirm ist 63,2% der Größe des Telefons. Was mit dem Bildschirm nicht stimmt, ist das Fehlen einer Schutzschicht gegen Kratzer und Stöße. Mobile Leistung. Das Telefon ist mit dem Betriebssystem des Telefons, Android KitKat V4.4.4, kompatibel. Mediatek MT6592, ein 1,7 GHz Cortex A7 Prozessor mit Octa-Kern und einem Mali-450MP4 Grafikprozessor, stellte fest, dass die Leistung des Telefons gut und reibungslos ist. Sie können mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, bei der Ausführung schwerer Spiele kann jedoch ein Problem auftreten. Der interne Speicher des Telefons beträgt 8 GB, was mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 32 GB erhöht werden kann, und der zufällige Speicher beträgt 1 GB RAM. Kamera. HTC Desire 620G Telefonkamera.
Das HTC Desire 620G verfügt über eine 8-Megapixel-Rückfahrkamera und einen f2.4-Objektivschlitz, der von LED-Blitz unterstützt wird. Es verfügt über eine automatische Bildanpassung, Good Aging, Gesichtserkennung, Panorama- und Videoaufnahme mit 1080p Qualität und bietet 30 Bilder pro Sekunde und die Leistung der Rückfahrkamera ist gut, sodass wir gute Fotos erhalten. An gut beleuchteten Orten nimmt die Bildqualität mit abnehmender Beleuchtung ab und die Frontkamera hat eine Auflösung von 5 Megapixeln. Batterie. Das Telefon wird mit einem austauschbaren LiPo-Akku mit einer Kapazität von 2100 mAh geliefert. In Bezug auf die Akkulaufzeit bleibt der Akku bis zu 525 Stunden in Standby-Modus und beim Telefonieren in 3G-Netzen bis zu 19 Stunden. Paketinhalt: Telefon, Headset, Ladegerät, USB-Verbindung, Telefonbenutzerhandbuch. HTC Desire 620 Handypreis: 249 Euro.